So, dann begrüße ich die Anwesenden zu meinem Vortrag. Mein Name ist Dirk Karnert. Ich gehöre zur GFHR, Gesellschaft für elektronische, Gesellschaft für historische Rechenanlagen. Und ich habe mir dieses Jahr für die Ausstellung, oder besser gesagt für die Veranstaltung, mal als Thema ausgesucht, von der Motivation ein Terminal auszustellen. Robotron K8911, das ist dieses Gerät hier. So wie jeder Vortrag haben wir ja auch eine Gliederung. Das heißt, Punkt 1 ist Motivation, sprich, warum mache ich das alles? Punkt 2 ist Abgrenzung. Da geht es praktisch darum, welche Terminals gibt es, welches ist das, welches ist es nicht. Systemaufbau, da geht es ein bisschen darum, was steckt hier eigentlich drin in dem Gerät. Dann, welche Varianten von dem Gerät gibt es. Dann, wie nimmt man das Ganze in Betrieb, was gab es da für Probleme dabei. Dann habe ich so einen Punkt Kopplung, sprich, weil das ja ein Terminal ist, muss ich es halt eben an ein Zentralsystem koppeln. Und der Punkt, der gestern noch dazugekommen ist, nennt sich Spezialfunktion. Da kommt dann dieses Gerät dann zum Einsatz. So, starten wir gleich mit dem Punkt 1, Motivation. Ich habe mir also mal zum Ziel gesetzt, dieses Robotron-Terminal, was ich halt eben da hatte, mal zu restaurieren, in Gang zu setzen und zu erforschen. Also das ist meine persönliche Motivation dabei. Und ich frage mich natürlich, wie setze ich sowas museal halt sinnvoll ein? Weil normalerweise ist es ja so, dass eigentlich die Terminals immer emuliert werden. Also sprich, das Zentralsystem steht im Vordergrund. Und da brauche ich nicht noch so ein voluminöses Terminal. Ich nehme halt irgendwas Kleines, was mir das emuliert. So, und das will ich eben hiermit genau nicht machen. Na. Das ist eben das eine, dass eben wirklich so ein Terminal, was eigentlich immer so halt ganz schnell weggestellt wird und durch irgendein emuliertes Fenster ersetzt wird, halt eben wirklich in den Vordergrund zu stellen. Und die andere Sache ist die, dass ich zwar nicht die Originalmaschine habe, die hier eigentlich dran gehört, ja, sondern das ist ein System, was aus der westlichen Welt kommt. Aber was man hier trotzdem ganz gut zeigen kann, ist, wenn man jetzt das sich sozusagen wegdenkt, ja, dann habe ich hier bis hierher genau die Simulation eines Originalarbeitsplatzes geschaffen. Nur, sprich, das sieht so aus, wie der Operator das eigentlich sehen würde. Nur die Zentraleinheit, die halt dahinter hängt, die muss ich simulieren. Ja, weil die eben im Original wirklich sehr schlecht zu kriegen ist. Sprich, ich habe keine. So viel zum Thema Motivation bzw. die Beweggründe, wieso ich das Ganze mache. Zur Abgrenzung, um halt so ein bisschen einzugrenzen, was ist das Gerät, was ist es nicht, habe ich halt mal hier aufgeschrieben, was es alles von Robotron für Terminals gibt. Das sind bei Robotron typischerweise immer diese K-Nummern meistens. Es geht los, das einfachste Terminal, was halt wirklich ein Bildschirmterminal ist, das nannte sich PBT4000. Das ist ein U808 basierendes Terminal. U808 ist der DDR-Clone des Intel 8008. Ja, auf diesem Prozessor basierte dieses einfache Gerät. Also einfach ist vielleicht falsch ausgedrückt, also dieses frühe Gerät. Dann haben wir das Gerät, mit dem, um das es dieses Mal geht, das ist dieses K8911. Das ist praktisch eigentlich ein ganz normales textbasiertes Bildschirmterminal, sprich, was der Rechner ans Terminal sendet, wird dargestellt, was von der Tastatur eingegeben wird, wird in Richtung Rechner gesendet. Allerdings beherrscht er auch einiges an Escape-Sequenzen. Also das ist im Groben so das VT100, was der kann. Es gibt auch Anhaltspunkte, die in Richtung VT200 gehen, aber dazu dann später mehr. Und dann geht das weiter, wie man eigentlich weiter hochzählen würde. Dann gibt es ein Gerät K8912. Das sieht eigentlich genauso aus, unterscheidet sich nur durch seine Firmware.
die dann innen drin ist. Und das ist dann wirklich nicht das Arbeitsgerät des Operators gewesen, sondern das Arbeitsgerät eines Nutzers, der eben Masken dargestellt kriegt im 80x24 Format und eben dort seine Datenfelder hatte zum Eingeben und seinen Tabulator zum Weiterspringen. Und dann wurden dann eben diese Datenfelder weggeschickt zum Rechner. Die neue Maske wurde geladen. Also das 8912 ist dann wirklich das Gerät, mit dem der Nutzer dann interagiert hat, was eben genau nicht für den Operator gedacht war. Dann gibt es ein K8913. Das ist ein spezielles Terminal, was nur sehr wenig ROM hat. Der hat eigentlich nur einen Anfangslader und das gehört ein spezielles Datenerfassungssystem, von dem er eben seine restliche Programmlogik lädt. Und das Terminal hat dann auch Datenerfassungsmasken, gehört eben an ein spezielles Datenerfassungssystem dran. K8914 ist auch so ein formularbasiertes System, allerdings ist das ein Terminal aus dem ESA-Umfeld, sprich DDR-Großrechner. Das nennt sich dann auch EC7925 und ist eben ein Terminal, was auch über eine serielle Leitung an einen Konzentrator geht und der Konzentrator wiederum kommuniziert dann mit dem Großrechner. Soweit die Architektur von dem Gerät. K8915 ist eigentlich ein weit verbreiteter Floppy-basierter Rechner im Osten gewesen, also ein ganz normales CPM-basiertes System. Gab es aber auch eine Terminal-Variante davon, die auch ähnlich eingesetzt wurde wie 8913, Datenerfassungssystem. Was 8915 dann mehr hatte, ist, dass man dieses Magnetkartenlese-Schreibegerät mit anschließen konnte. Das war dann so das Hauptunterscheidungsmerkmal und das ist halt dann auch die 13er sind dann im Wesentlichen durch 15er abgelöst worden. Die 16, da weiß ich nicht, was ist, die taucht irgendwie nirgendwo auf. Dann gibt es K8917, das ist dann ein vollgrafisches Terminal mit bisschen was über 500 mal ein bisschen was über 200 Bildpunkten. Monochrom, also nur entweder Pixel da oder Pixel weg. Ist auch ein Gerät, was mit ESCAP-Sequenzen arbeitet, K8918 genauso. Also bis zum 17er sehen die Geräte so ähnlich aus, ist das dieser Formfaktor. K8918 ist eine Abwandlung eines DDR8086 DOS-Systems, was aber noch keinen ISA-Bus hat. Nur in dem 8918 stecken halt auch speziellere Grafikkarten dann drin, dass das Ding dann wirklich als grafisches Terminal arbeitet. Und dann auch wirklich Farbgrafik macht. Ich glaube, so in der EGA-Klasse von der Grafik her müsste das so ungefähr sich bewegen. Und das Neueste, was Robotron dann noch gemacht hat, nennt sich K8941. Das basiert nicht mehr auf einem Z80 oder 8086, sondern das basiert auf einem 8751 und ist eben ein Terminal, was ziemlich genau dem VT220 nachempfunden ist. Also da steckt halt auch in einem Robotron-Monitor diese spezielle Platine mit drin, die eben als Prozessor diesen 87 oder 8051 mit EEPROM-Fenster dann, dass ich 8751 drin hat. Und wenn man die Geräte von hinten anguckt, also das sieht, die Anschlüsse sind genauso rausgeführt, auch dieser spezielle Koax-Anschluss für einen externen Monitor, was beim VT220 üblich ist, das ist alles rausgeführt. Also das Ding wird halt als VT220-kompatibles Terminal geführt und auch so belabelt. Allerdings ist es ein Gerät bekannt, das steht in Dresden und das ist eben ein sehr seltenes Teil. Also eigentlich auch nicht mehr zu kriegen. Und soweit zur Abgrenzung. Das heißt, in dem Vortrag bewegen wir uns in Zeile 2, nicht in Zeile 1 und nicht in Zeile 3 bis N. Also es geht halt um das 8911. Hier wollte ich eben nur mal zeigen, um welchen Ausschnitt handelt es. Woran steht das 8924 ist richtig, das könnte man auch als Terminal betrachten, aber 8924 ist eigentlich ein Floppy-Rechner, der eben auch von den Sparkassen als Terminal verwendet wurde. Ist eigentlich ein eigenständiges Gerät, das eigentlich mehr so in Richtung Bürorechner tendiert, wurde aber als Terminal mit klassifiziert, das ist richtig, da gab es auch noch ein 89,
27 und 89, 31, was eigentlich auch so Platzreservierungsterminals sind. Richtig, die hätten hier eigentlich auch noch in die Liste reingekonnt. Ne? Und 89, 24 im Speziellen ist ein eigenständiger Rechner, ist aber in der Funktion eines Terminals halt auch verwendet worden. Sprich, ich habe dann halt eben gerade im Finanzbereich meine Sachen gemacht, habe die aber erstmal lokal gehalten und dann in Richtung Großrechner geschickt. Aber eigentlich so von der Grundkonstruktion ist der 8924 eher ein CPM-basierter Floppy-Rechner. Ne? Aber das ist soweit richtig, den hätte man hier auch noch mit aufführen können, genauso wie die Platzreservierungsterminals, die letztendlich abgewandelte A5120-Rechner sind. Ne? Stimmt, die gibt es auch noch. Zum Systemaufbau. Also es handelt sich um sogenanntes K1520-System. K1520 ist der Robotron-Bus-Standard für die 8-Bit-Rechner. Und da muss ich mal zu meinen Requisiten greifen. Ein K1520-Bus sieht im Wesentlichen so aus. Ja, auf der anderen Seite sieht man dann eben die Verdrahtungen, wie eben die Signalleitungen laufen. Und dieses Stecksystem ist das, was man üblicherweise als K1520 bezeichnet. Was man eben auch bei diesen Terminals gemacht hat, man hat halt das alles aus Standardbaugruppen gebaut. Ja. So, der Prozessor nennt sich U880, ist ein Z80-kompatibler Prozessor. Der steckte dann üblicherweise auf einer solchen Karte, genau in der Mitte. Und das ist die ZVE-Karte, also sprich die zentrale Verarbeitungseinheit dieses Rechners. Und der Rechner startet von genau diesem ROM, der hier gerade nicht gesteckt ist. Er hat eben 3K-ROM. Hier hat er 1K-RAM. Damit hat er die Adressen hexadezimal 0 bis FFF belegt im Adressbereich. Und von der Karte legt er eben los. Dann ist die nächste Karte in der Reihenfolge natürlich nicht die, die in diesem Karton als nächste kommt. Das heißt, das zeugt von einer nicht optimalen Vorbereitung, aber das Problem können wir gleich lösen. Die nächste Karte, die wir dann haben, ist die sogenannte ATS, Adapter-Tastaturen, serielle Schnittstellen, ist eben auch so eine K1520-Karte. Es ist übrigens so, der K1520-Bus ist halt eben der eine und der andere ist der sogenannte Koppelbus. Sprich, da gibt es noch eine zweite Leiterkarte, die eben diese Backplane bildet. Und die war üblicherweise durch den Anwender belegbar. Also es gab einen gewissen Vorschlag, wie man die belegen konnte. Aber im Wesentlichen diente dieser Koppelbus dazu, eben Signalleitungen über die Karten zu führen, die so jetzt erstmal vom Systembus her nicht vorgesehen sind. Also viele Karten kommen mit dem aus, weil das einfach der Busstandard ist und das ist eben für spezielle Erweiterungen. Ja, und bei der Karte, da gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Unten kommt die Tastatur dran, diese wunderschöne Tastatur, die da vorne ist. Und dann war im Osten sehr verbreitet IFSS, das ist praktisch 20 mA Stromschleife. Und bei der Karte ist es speziell so, dass die als zweite eben diese V24 mit drauf hat zum Kommunizieren. Es gab allerdings auch welche, die haben ja auch den kleinen Stecker, die haben dann halt zweimal IFSS, gab es also beides. Dann haben wir die sogenannte ABS, Adapter Bildschirm. Das ist diese Karte hier. Die macht eben die 80x24 Zeichen. Hat dafür 2K RAM on board und hier stecken die Character-ROMs drin, also die Zeichenabbilder machen. Und hier habe ich eben das Signalkabel, was eben genau zu, wo ist er hier, zu diesem Monitor führt. Und dann habe ich noch eine Karte, die nennt sich PFS, das ist die ROM-Karte, die er eben noch zusätzlich drin stecken hat. So was sieht dann so aus. Diese Karte enthält 16 KB ROM. Ja, also das sind 16 mal 2708 ROMs drauf. Und das ist eben die Karte, in der sich im Wesentlichen die ganzen Terminals unterscheiden, weil halt eine unterschiedliche Firmware drauf ist. So, hier steht 10 KB ROM, weil K8911 hat eben 10 ROMs draufstecken. Das passt hier noch nicht so ganz, weil das eigentlich eine
Leerraumplatine ist, von der ich eben räubere, um zum Beispiel auch ROMs für andere Zwecke zu gewinnen. Deswegen passt das jetzt nicht ganz. Jetzt sind, glaube ich, noch 9 da drauf. Es waren mal 16 oder so. Soweit zu den Platinen, aus denen das System besteht. Dann gibt es zwei Varianten davon. Die ältere Variante ist eben dieses braune Gehäuse. Am Ausstellungsstand habe ich noch die neuere Variante, das beige Gehäuse. Also man kann erkennen, dass auch Robotron eben später von diesen braunen Gehäusen wegging und eben, wie es auch in der westlichen Welt üblich war, eben zu diesem beige überzugehen. Ja, also so, wenn man so diese beigefarbenen Gehäuse hat, dann handelt es sich meistens um neuere Ausführungen von dem entsprechenden. So, wie vorhin schon angedeutet, ist es so, dass es eben zwei Varianten gibt, IFSS und V24 als Schnittstellen. Und darin unterscheiden sich eben auch die Spannungen, die man braucht. Also das ist halt zum Beispiel so eine einfache Spannungswandlerkarte. Der Rechner selber liefert die Spannung 5 Volt, 12 Volt. Und für die ROMs brauche ich minus 5 Volt, die kommen aus diesem Spannungswandler. 5 Volt minus 5 Volt, ne? Und wenn ich aber den Rechner mit V24 betreiben will, dann muss ich sowas haben. Sprich, ich brauche auch die minus 12 Volt, damit diese V24 vernünftig laufen. Deswegen brauche ich diesen zweiten Wandler. Ansonsten habe ich die minus 12 Volt nicht und kann eben diese Karte nicht betreiben. So, und dann gibt es noch eine weitere Entwicklungsstufe von diesem Rechner. Das wäre dann diese Platine hier. Da hat man eben ganz einfach Folgendes gemacht. Man hat die Platine, wo der Prozessor drauf sitzt, und die ROM-Karte mal verheiratet und hat diese Platine gebaut. Ja. Hier ist eben auch oben mein Z80 drauf und hier habe ich nur noch 5 Bausteine. Das sind aber 2732 allesamt. Sprich, einer von diesen 2732 entspricht dem, der auch auf dieser kleinen ZVE-Karte die 3 ROMs sind. Ein K-ROM ist halt noch übrig, das ist halt so. Das eine K-RAM steckt in diesen beiden hier oben. Und die restlichen 4 Chips ersetzen eben die 16 auf der alten Karte. Dadurch entfällt dieses leidige Problem mit diesen ROMs und diesen minus 5 Volt. Und man kann eben die größeren ROMs verwenden, hat halt einen Steckplatz gespart. Und das ist eben halt nochmal eine Weiterentwicklung gewesen zu diesem Gerät, diese neuere Karte. Die ist größer, das ist richtig. Allerdings, die Karte ist letztendlich eigentlich vom Formfaktor her genau die gleiche. Und das Stück, was es hinten rausguckt, das wird durch das Gehäuse kompensiert. Also der Gehäusedeckel hinten, der fängt das ab. Also die passt trotzdem rein. Und so eine ähnliche Karte gibt es auch für den Floppy-Rechner von K8915. Da sind dann halt hier RAMs. Der hat die vielen ROMs nicht, der hat dann eben nur einen ROM drauf und hat dann stattdessen RAMs, weil er fürs CPM den RAM braucht. Aber ansonsten vom Format her ist das wie gesagt gleich, nur dass die eben länger ist, aber der Deckel geht trotzdem noch zu. Die Karte guckt halt aus dem Rack hinten ein Stück raus. Das ist aber kein Problem soweit. Und man erkennt dann halt auch die neueren Platinen daran, dass die dann eben schon diesen grünen Lack halt haben. Ne? Und die anderen haben halt noch diesen beigefarbenen oder braunen. Oder, ne, braun nicht, braun waren sie ganz früher, dieser beigefarbene. So, zur Inbetriebnahme des Ganzen. Ich habe dann als allererstes mal versucht, das Ganze mit Stromschleife zu betreiben. Aber da bin ich irgendwie nicht so richtig vorwärts gekommen damit. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Hier aktiv, passiv und funktioniert alles super. Ich habe es irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Ich habe mir dann gedacht, komm, ich hätte dann ja auch noch mit Wandlern arbeiten müssen. Ich hätte sowieso V24 gebraucht. Dann probiere ich die V24-Variante. Das heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, da kommen dann eben diese Stichwort mit den Spannungswandlern, sprich man brauchte diese Platine, musste den eben nachrüsten, was die Hobbykollegen dankenswerterweise für mich gemacht haben, haben die nachgerüstet und damit sollte es eigentlich funktionieren. Ja? Und dann habe ich festgestellt,
Ich schalte das, den Hauptrechner ein, das Terminal schreibt Zeichen, ich kann aber auf der Tastatur nichts wegschicken. Da habe ich mich gewundert, woran liegt das jetzt? Und habe dann irgendwann mal einen Bug in diesem Rechner gefunden, den die 25 Jahre oder 30, die es den Rechner schon gibt, keiner gefunden hat. Und zwar ist es ja so, dass auf dieser Platine, auf dem besagten Koppelbus, dafür wird er zum Beispiel verwendet, auf Pin 26 oder 27, ich glaube auf der 27, liegen die minus 12 Volt an. Auf der Backplane waren sie auf die 26 gewickelt, wo glücklicherweise nichts war. Ja, nur dadurch, dass der Rechner ewig ohne diese V24 betrieben wurde, ist das wahrscheinlich nie aufgefallen. Ja, und mir fällt das jetzt natürlich auf, ich habe dann extra das braune Referenzgerät mir angeguckt, um nochmal sicher zu gehen, habe dann festgestellt, das ist tatsächlich einen Pin weitergewickelt und schon konnte ich auch senden. Das war dann halt einfach so, dass zum Senden diese minus 12 Volt, die der rausfeuern wollte, die kamen halt nie bei dem Rechner an. Der braucht offensichtlich diese minus 12 Volt, um das wirklich zu senden. Und die PDP selber sendet die natürlich, deswegen kommt es an. Also so erkläre ich mir das Ganze, weshalb das nicht funktioniert hat. Ne? Und nachdem dieser Bug gefunden war, lief das Ganze dann auch erstmal. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, womit koppel ich das? Ich habe es vorhin bei der Motivation schon so ein bisschen angedeutet. Normalerweise gehört an dieses Terminal ein Gerät dran, was eigentlich das gleiche ist wie dieses. Eigentlich. Sprich, was wir hier vorne sehen, von da sieht man es eventuell nicht so schön, ich kann es ja noch mal ein bisschen nach vorne schieben, ist eine kleine PDP-11 mit 64 KB RAM, also die Variante ohne MMU, also ohne Memory Management Einheit. Und so ein Gerät ähnlicher Leistungsklasse gab es im Osten halt auch. Also es gab ein DDR-Gerät, das nannte sich Robotron K1620. Das war so ein dekorativer Nachtschrank mit zwei Einschüben. In dem einen steckten halt sämtliche Platinen, die eben dazugehörten. Prozessor, Speicher, Peripherieeinheiten, Controller und so weiter. Und in dem zweiten steckte ein Wechselplattenlaufwerk, was eben, da muss, soweit ich das jetzt weiß, eine feste Platte drin gewesen sein und eine Wechselplatte auf der gleichen Spindel, sodass man von einer Wechselplatte das Gerät halt in das Gerät einspeisen konnte und der aber von der festen Platte gestartet hat. So ungefähr muss das gewesen sein. Und so ein Gerät, also ich kenne ein einziges Exemplar, das steht in Dresden. Und jetzt kann ich natürlich an das Terminal alles Mögliche über V24 anschließen. Ich könnte ja auch irgendwelche Emulationen oder irgendwas nehmen. Aber was ist das Geeignetste, was mir zur Verfügung steht? Und das Geeignetste aus meiner Sicht ist wirklich zu sagen, ich tue so, als wäre ich die Originalmaschine mit etwas, was dem am nächsten kommt. Und so ist eigentlich dieses ganze Setup entstanden. Weil eben die Maschine war verfügbar und die hatte ich eben da. Die hat mir halt auch ein Hobbykollege dankenswerterweise so aufgebaut mit Stromversorgung, Reset-Logik und was da alles so dazugehört. Und dieses Gerät, ganz kurz dazu, das besteht eben aus den vier Platinen. Das heißt, ich habe hier einmal meine CPU-Platine, wobei die CPU hier noch aus vier Chips besteht. Alu, Mikrocode, Extended Instruction Set, Floating Point Instruction Set meines Wissens. Und also die ist noch nicht so ganz hoch integriert, dass es wirklich eine CPU ist. Das ist halt noch so ein Zwischenstadium gewesen. Dann habe ich hier daneben die sogenannte SLU, die Serial Line Unit, wo mein Terminal dranhängt. Dann habe ich daneben 64K RAM und daneben habe ich einen Floppy-Controller, der dieses Laufwerk anspricht. Und damit habe ich eine kleine, kompakte, recht mobile Einheit, die das eben macht, weil normal ist eine PDP ja eher so ein Gerät, wie es eben auch draußen, wie man es eben auch draußen sieht. Soweit zur Kopplung und soweit zum Setup von dem Ganzen, wieso das jetzt genauso aussieht. So, dann können wir ja mal anfangen, das Ganze zu demonstrieren. Sprich, wir sehen den Bootvorgang. Wir sehen, wie man die 1103 benutzt per Terminal und
weil es ja um das Terminal letztendlich geht, wollen wir mal schauen, was wir so Schönes für ESCAPE-Sequenzen kennen. So, dann ist das die. Dann bleiben wir erstmal auf der Folie stehen. Dann schalten wir das Ganze mal ein. Zuerst das Terminal. So, das, was man unten eben gerade noch gesehen hat, das ist eben das, was in der Firma drin steckt, dass er seinen ROM checkt, RAM checkt, Schnittstellen, alles, was er so hat. Dann macht er ein Testbild. Und wenn er dann diesen Ton macht, dann ist er praktisch online, dann ist er bereit. Bereit heißt, ich kann den Rechner anwerfen. Und wie vorhin schon angedeutet, wenn ich jetzt Folgendes mache, wenn ich mir jetzt das hier wegdenke, ja, dann sehe ich praktisch von hier bis hier genau das Erscheinungsbild, was eben der Robotron-Operator gesehen hat, wenn er eben die Originalmaschine angeworfen hat. Die meldet sich nämlich genau so, weil das ist der ODT, also das Octal-Debugging-Terminal von der PDP-11, und so meldet sich so eine Maschine üblicherweise, wenn sie nicht schon ein Extended, die späteren hatten dann schon einen Extended-Boot-ROM drin, der sich eben ein bisschen anders gemeldet hat, aber so meldet sich eine Maschine normalerweise. Und man müsste jetzt anfangen, den Bootcode einzutoggeln. Ja. Das funktioniert normalerweise folgendermaßen, indem ich jetzt sage, ich habe meinetwegen Adresse 1000 und auf die Adresse 1000 möchte ich, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, meinetwegen das Byte 111 schreiben. Dann macht er das, und wenn ich dann meine Adresse 1000 wieder abfrage, dann steht da meine 111 drin. Sprich, das ist schon die Bildschirmvariante von dem, was man früher eben über dieses Panel gemacht hat. Da wurden wirklich die Adressen dann noch so bitweise eingeschaltet und dann eben die Adresse geschrieben, und das ist eben die Bildschirmvariante davon. Was ich jetzt aber mache, ist, ich springe die Adresse 173.0.0.0 an, das ist die Standard-Boot-Adresse. Und wenn ich ihm jetzt ein GVGO gebe und dann auch noch das Diskettenlaufwerk zumache, dann startet das Betriebssystem des Rechners. Und das ist so einfach das Betriebssystem, was irgendwie auf der kleinen Maschine zum Laufen zu kriegen war. Und das dient mir eigentlich nur als Hilfskrücke, um hier drauf einen BASIC zu starten. Weil BASIC ist eine schöne Variante, einfach ESCAPE-Sequenzen auszuprobieren, indem ich einfach mit einem Print-CR-String 27 so eine ESCAPE-Sequenz schreibe. So. Jetzt können wir mal so eine ESCAPE-Sequenz ausprobieren, indem ich einfach sage print CRR-String 27. Damit geht meine ESCAPE-Sequenz los. Jetzt habe ich mich vertippt. Plus, und dann muss ich mal kurz spicken, indem ich einfach mal umschalte auf meine Folien. Wie bitte? Genau. Richtig. Ach, die sind jetzt zu viel, genau. So, jetzt kommt wieder ein Plus und jetzt kommt aber wirklich eine Stringkonstante 2 und dann das J. So, und wenn ich die jetzt ausführe, löscht er meinen Bildschirm. Also das ist ein typisches Beispiel für so eine ESCAPE-Sequenz, sprich der Rechner macht eigentlich nichts weiter, als irgendeine Zeichenkette zu schicken, und die eigentliche Arbeit passiert hier drin. Ja. Und wie gesagt, der Rechner dient mir in dem Moment auch nur als Hilfskonstrukt, um eben zu zeigen, was das Terminal eigentlich kann. So, soweit zu einer einfachen Demo, was so ein Terminal so zu leisten vermag.
Soweit ging es eben bis letztens, also sprich zum Beispiel noch beim VCFE, da war eben hier Schluss. Und dann geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe nämlich noch ein paar Spezialfunktionen gefunden. So, und zwar, ich habe ja die kompletten ROMs des Geräts ausgelesen. Ich habe die zusammengefügt, habe die durch einen Disassembler gejagt und hatte eben undokumentierte Assemblerquellen, die ich dann so langsam und mühevoll angefangen habe zu dokumentieren. Man lernt dann irgendwann mal, wie man ESCAP-Sequenzen parst und so weiter. Das steckt ja da alles wunderschön drin. Und ganz unten habe ich Textstellen gefunden, die mir nicht so wirklich, wo ich dachte, was ist das eigentlich? Dann stand da drin, PROM not erased. Dann stand was von Verify Error, von Function Done. Ich glaube, irgendwo stand auch noch was von Checksum. Und da dachte ich mir, das sind doch eigentlich Ausschriften, die einen EPROM-Brenner macht. So, was macht man dann in dem Moment? Man versucht eben zu gucken, die Zeichenfolge steht auf einer bestimmten Adresse. Dann suche ich, wo wird die Adresse im Code adressiert, finde irgendwo, lade die mit genau dieser Adresse und tue irgendwas. Dann wurde das aber nur in irgendeinen Speicherbereich geschrieben, der sich als Rücksendebuffer herausgestellt hat zum Rechner, als Antwort auf die Funktion, damit der das wiederum dann zurückschickt zur Darstellung. Aber okay, dann habe ich halt geguckt, okay, das ist ja die Funktion, die schon das Ende darstellt. Dann habe ich mal weiter hochgeguckt, was passiert da eigentlich. Und dann habe ich wahrlich Ausgabebefehle gefunden auf die IO-Ports, die dem entsprechen, was in diesem Handbuch drin steht. Und das ist nämlich genau das Handbuch, was die EPROM-Programmierkarte von Robotron beschreibt. Und die Steuerbytes, die hier drin stehen, sind genau die, die auch in dieser Firmware verankert sind. Das Einzige, was ich tun musste, ist, ich musste per WireWrap die IO-Adresse ändern, weil die ist nämlich anders als Standard. So, soweit, so gut. Und ich habe dann eben rausgefunden, es gibt eine spezielle ESCAP-Sequenz, ESC, danach gleich ein P wie Paula. Und dann habe ich gefunden, es gibt eine 1, eine 3 und eine 4. Eine 1 heißt halt, schreibe ab einer bestimmten Adresse Daten. Also ich sage dann, ab Adresse 1000 schreibe ich mir mal eine Bytefolge. Dann übernimmt der die Characters vom Eingabestrom, macht aus jedem Charakter ein Halbbyte, macht die eben linkes Halbbyte, oberes Halbbyte, unteres Halbbyte, baut das Byte wieder zusammen, schreibt es in den Speicher. Und das macht er halt so und so lange. Dann habe ich gefunden, es gibt auch eine ESCAP-Sequenz, da springt er eben auf eine Adresse. Macht er einfach, lese die Adresse aus, springe dahin. Und dann ist die Welt, in Ordnung. Oder tue halt irgendwas und der Rest ist mir egal, so nach dem Motto. Und dann habe ich eine Funktion gefunden, ESCP4. Da stecken haufenweise EPROM-Funktionen drin. Also sprich EPROM lesen, EPROM schreiben, EPROM vergleichen, Leertest, Checksumme berechnen, da steckt da alles drin. So, und dann habe ich festgestellt, dieses Gerät heißt zwar K8911, dies ist auch eine Doku zum K8911, was mich aber immer schon gewundert hat, noch nicht mal das Setup-Menü des Rechners ist beschrieben. Also das scheint das Handbuch zu einer Minimalvariante des Rechners zu sein, das ist aber eine erweiterte. Und dann habe ich einen Scan eines Handbuchs gekriegt, das nennt sich K8911.80, das entspricht dem Gerät, da ist auch das Setup-Menü beschrieben von dem Gerät. Allerdings steht bei ESCP nur spezielle Gerätekommandos. Da passiert halt irgendwas. Was da genau dahinter steckt, sprich, dass man dann mit dem Ding EPROMs programmieren kann, steht selbst in dem Handbuch dann nicht drin. Was aber drin steht, ist, dass diese ominösen speziellen Gerätekommandos als Vorbedingung brauchen, dass man in den VT200-Modus schaltet, den es offensichtlich gibt in dem Gerät. Und das macht man, indem man ESC, hier habe ich das falsche Encoding drin, eckige Klammer 62, Anführungsstriche kleines p, dann ist er in einem Modus, wo er überhaupt diese speziellen ESCAP-Sequenzen verarbeitet. Das fragt er wirklich in dem Status-Bit ab, ansonsten geht das Ganze nicht. Und
Hier ist es natürlich so, dass man zum einen seine Informationen aus der Firmware kriegt, aber nicht weiterkommt, ohne irgendwie das Handbuch zu haben, damit das wieder die Vorbedingung ist dafür, dass man, also ist, man muss halt aus verschiedenen Informationsquellen, die dann eben verzahnt miteinander arbeiten, eine Info kommt aus dem Disassembler, die nächste kommt aus dem Handbuch, um dann letztendlich irgendwo eine gerade Linie zu haben, die zum Erfolg führt. So, und jetzt können wir auch das Ganze mal demonstrieren. Es gibt nämlich die Funktionen ESCP1, die ESCP3 und die ESCP4. Und dann bin ich wirklich am Ende. Wir lassen den nochmal stehen, damit wir ein bisschen spicken können. Aber eigentlich müsste ich da auch was vorbereitet haben, indem ich einfach Folgendes mache. Lustigerweise heißt bei diesem BASIC der Befehl zum Laden einer BASIC-Datei old. Und ESCP1 war jetzt das Schreiben in den Speicher, richtig? Dann müsste ich das RAM W genannt haben. So, wenn ich jetzt hier List mache, dann sollte da genau das drin stehen, was vorhin auf der Folie auch war, sprich, ich sende zuerst die ASCII-Sequenz, die diese VT200 einschaltet. Weil ich natürlich diese Anführungsstriche nicht darstellen kann, muss ich Character 34 ausgeben. Und weil ich es irgendwie nicht so richtig schaffe, irgendwie geht's, aber so richtig hatte ich es halt nicht geschafft, das kleine P hinzukriegen. Deswegen CR112 ist einfach das kleine P. So, der zweite Befehl ist der eigentlich was tun soll. Und zwar macht er Folgendes. Die Adresse wird so angegeben, Lowbyte ist 00, Highbyte ist Dezimal 16, Hexadezimal 1000. Auf 1000 geht der Bildspeicher los, das heißt die Bytes, die danach kommen, die dann wiederum im Hex anzugeben sind, sprich 20, 41, 42, 43 ist halt Leerzeichen ABC. Also die 41 ist halt das Hexadezimal A. Also das ist halt auch so, dass man eben vorne die, so wie die Parameter von ASCII-Sequenzen eingibt und hinten verfährt man wieder ganz anders. Erfährt man, wenn man die Firmware auseinandergenommen hat. So, und wenn ich jetzt den RAN-Befehl eintippe, ja, jetzt war Vorführeffekt, man hat es, glaube ich, ganz kurz gesehen. Das ist übrigens der Setup-Mode, da kann man mal so einen kleinen Trick machen. Dann ist nämlich das Ganze wieder oben, weil CLS geht in dem BASIC auch nicht. Und wenn ich jetzt nochmal ran eintippe, dann sieht man oben, dass der ABC hinschreibt. Und das ABC ist halt wirklich, sind halt wirklich diese 4 Byte, die in der ASCII-Sequenz drin stecken. Die Funktion ist eigentlich dafür gedacht, dass man sagt, okay, ich lese praktisch irgendwas ein in den Speicher. Und ja, so, die nächste Funktion, jetzt muss ich, glaube ich, mal aus dem BASIC raus und wieder neu rein, weil das ein bisschen hakelig ist mit dem Dateienumladen, ist die Funktion, die halt diesen Sprung macht. Und da habe ich mir auch einfach mal wo kann ich jetzt vogelwild hinspringen? Ich habe mir dann einfach mal eine Routine gesucht, die den Bildschirm löscht. Es gibt halt ein Unterprogramm in der Assembler-Firmware, die halt einfach die ganzen Bytes des Bildspeichers halt alle auf Null setzt. Und dafür habe ich mir ein Programm namens Jump gemacht. Und das führt eben die Funktion P3 aus. Und die 35 und die 48 sind einfach die nach Dezimal konvertierten High- und Low-Bytes von dieser speziellen Adresse, wo dieser CLS-Befehl drin ist. Das muss man halt aus der Firmware wissen. Und dann stelle ich fest, der löscht mir wahrlich den Bildschirm, aber weil er den Rücksprung nicht schafft, macht er einen Reboot von dem System. Ja, weil ich springe halt irgendwo hin und dann ist irgendwie, das ist ein Jump, das ist kein Call oder irgendwas, der kehrt halt nicht kontrolliert zurück. Das ist halt das Problem an dem Ding. Aber es ist ja nur das Terminal neu gestartet, sprich der Rechner sollte weiterhin laufen. Ja, und die eigentlich
interessanteste Funktion ist Funktion Nummer 4. Das ist halt auch das, weshalb dieser EEPROM-Sockel hier drauf sitzt. Das ist praktisch der EEPROM-Sockel, wie er ganz normal bei Robotron verwendet wurde für das Programmieren von den 1K-EEPROMs von den 2708. Und jetzt, ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, ich habe es nicht wirklich klären können. Der Rechner hat 3K ROM, 1K RAM und dann nochmal 16K ROM oder 10K oder wie viel. Ich brauche eigentlich 1K Buffer RAM, um den EEPROM abzuspeichern. Die hätte ich theoretisch, damit mache ich mir aber sämtliche Arbeitszellen des Rechners kaputt. Dann kennt er keinen Status mehr und nichts, wenn ich genau dieses 1K vollschreibe. Ich weiß nicht, wie die das wirklich gedacht haben. Eine zusätzliche RAM-Karte passt auch nicht mehr rein. Der Rechner ist mit den 5 Karten voll. Geht einfach nicht. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, PROM-R heißt das Programm, ist, dass sie den Bildspeicher halt mitgenutzt haben und in Kauf genommen haben, dass er halt dann Hieroglyphen enthält. Weil der Bildspeicher hat ja 2K. So, das sieht zwar alles ein bisschen komisch aus, aber das ist mein aktueller Entwicklungsstand. Also ich schalte wieder auf den VT200-Modus um. Ich rufe Escape P4 auf. Low Byte 0, High Byte 16, sprich hexadezimal die 10. Dann ist Funktion 1 der Leertest, Funktion 2 ist EEPROM schreiben. Funktion 4 ist EEPROM lesen, also man setzt immer die Bits. Offensichtlich ist es dazu gedacht, wenn ich mehrere Bits setze, macht er die Funktionen hintereinander. Ja, dafür ist es gedacht. Also EEPROM brennen habe ich mich noch nicht getraut, aber man kann das Ganze lesen. Und dieses berühmte Function Done, das kommt auch irgendwie, aber es kommt ganz komisch und ich kann mir es nicht wirklich erklären. Jetzt machen wir erstmal wieder den Trick mit dem Bildschirm löschen. Jetzt sage ich hier ran, dann greift er auf diesen EEPROM zu und füllt den eben mit, der ist ein leerer EEPROM und FF ist offensichtlich dieses Byte. So, und jetzt versagt er mir gerade, warum auch immer, er greift ständig auf die Diskette zu und macht nichts Vernünftiges mehr. Das heißt, ich gebe ihm mal einen neuen Versuch. Ich starte den einfach mal neu. Weil er verhält sich noch nicht wirklich vernünftig, das sehen wir aber gleich. So, jetzt brauche ich wieder mein Basic. So, und das ist genau das, worauf ich raus wollte. Dieser String Function Done, den schreibt er rückwärts hin. Obwohl er ganz eindeutig vorwärts in den Buffer reingeschrieben wird. Und wenn ich jetzt hier List mache, und wenn ich nicht diese vielen Leerzeilen print untereinander hingeschrieben hätte, dann hätte er mir das auch noch in 2 Zeilen gequetscht und ganz komisch verwürfelt. Warum auch immer, das ist noch völlig ungeklärt. Und dass er überhaupt Function dann irgendwie hinschreibt, das kann er auch seit gestern Abend. Und das ist halt so jetzt der Stand der Forschung. Ein bisschen vielleicht noch zu dem Hintergrund, wie ich ihn mir jetzt zusammenreime. Also das ist wie gesagt, man muss sich das so vorstellen, entweder zu der kleinen Maschine in Nachtschrankgröße oder zu K1630, was dann üblicherweise schon so eine 4-Schrankeinheit war. So eine schöne Schrankwand war, ist das eben die Operator-Konsole. Und ich kann mir durchaus vorstellen, so ein Operator muss halt auch mal ein EEPROM brennen, weil das waren ja gängige EEPROMs damals. Und es macht natürlich mehr Sinn, die Controllerkarte für den EEPROM mal im Terminal zu haben, anstatt für das Gerät selber eine Karte zu machen, wo der dann immer hinlaufen muss. Also nur so kann ich mir es vorstellen. Und es ist scheinbar eine sinnvolle Funktion gewesen, zu sagen, ja, er kann eben an der Konsole das machen.
Und es gibt eben ein entsprechendes PDP-11 oder K1600-Programm, das dann einfach nur diese Escape-Codes entsprechend sendet, so wie ich das versucht habe, hier zu rekonstruieren, sodass man eigentlich ein K1600-Programm hat oder ein PDP-11-Programm, das sich nennt, mache EEPROM-Handling. EEPROM lesen, EEPROM schreiben und so weiter. Aber in Wirklichkeit macht das Programm nichts weiter als Printbefehle abzusetzen und die eigentliche Arbeit passiert in dem Terminal. So ungefähr ist halt der Stand, wie ich mir das jetzt zusammenreime, wie das Ganze gewesen sein könnte. Und damit bin ich dann auch schon am Ende meines Vortrags. Ob ich jetzt die Zeiten eingehalten habe, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Überzogen habe ich, denke ich mal, nicht. Wenn noch Fragen sind, gerne. Ansonsten halt auch gerne am Stand. Ich bin dann wieder hier gleich in nächster Nähe hinter der Wand. Und soweit von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Dankeschön. Ja, also wenn Fragen sind, gerne. Das EEPROM-Modul, ja. Hat das noch eine extra Karte? Weil für ein 2708 braucht man, glaube ich, noch eine Programmierspannung, die extra zur Verfügung gestellt Die werden extra muss. Und wenn da nur minus 12 und 12 sind, dann fehlen da, glaube ich, noch Ja, das ist einige richtig, Volt. dass da Normalspannungen fehlen. Ich mache mal Folgendes, ich mache das Gerät mal aus. Erst die Diskette raus, dann kann ich nämlich die Karte mal rausziehen. Und diese Programmierspannung müsste ja dann im Prinzip ja auch geschaltet werden können. Ja, richtig, richtig. Das zeige ich gleich, wie das geht. So, jetzt habe ich zwar keinen Platinenzieher dabei, aber ich hoffe, das geht trotzdem recht gut. So, das ist diese Platine, die das macht. Wie jetzt genau die Spannungen erzeugt werden, dazu bin ich zu wenig Elektroniker, aber allerdings sind diese Sachen, sind diese Dinger hier Relais, die für das Schalten gewisser Spannungen verantwortlich sind. Ja, das sind so diese, wie sie damals üblich waren zu Ostzeiten. Ne? So, diese Teile sind das. Und hier steckt eben dieser EEPROMer dran. Und den hatte ich eben vorher an einem Bürorechner, an so einem A5120 hatte ich den dran. Da lief der auch, daher wusste ich, er geht. Was ich nur tun musste, ist hier diese Wickelverbindung ändern auf eine andere Portadresse. Und welche Portadresse das ist, habe ich ja aus dem Disassembly rausgefunden. Und so konnte ich eben mit möglichst wenig Unbekannten die Karte in Betrieb nehmen. Also ich hätte keine zweite nehmen können, wo ich nicht weiß, ob sie geht. Bei der wusste ich, sie geht. Na? Und da habe ich die, deswegen habe ich die genommen und die füllt genau diesen fünften Platz, ne? In dem Gerät. So, Moment, Karte schnell noch reinstecken. So, damit alles wieder seine Richtigkeit hat. Wie viele von diesen 8911 Terminals sind noch bekannt? Wie viele funktionieren noch? Und hast du verschiedene Betriebssystem-ROMs auslesen können oder nur die von diesem einen Gerät? Es existieren, also ich persönlich habe zwei. Dann existieren im Rechenwerk Halle welche, die funktionieren. Und es gibt in einigen anderen Museen in Technischen Sammlungen Dresden gibt es auf jeden Fall Geräte, die sind da, wo ich nicht weiß, ob sie gehen. Es gibt in, wo ist das, in Hoyerswerda, wo sie diesen K1840-Wachsnachbau aufgebaut haben. Da existieren auch K8911 dazu. Hans Franke müsste auch eins haben. Also es existieren schon noch eine ganze Anzahl von den Geräten. Also offensichtlich existieren die immer genau dann, wenn der Operator nicht alles hingeschmissen hat und hat gesagt, nein, das Terminal wird nicht weggeschmissen, das wird nicht verschrottet, das nehme ich jetzt mit. Ja? Also so, das sind ungefähr die, ich würde mal so 10 Geräte, die jetzt vielleicht so ungefähr bekannt sind, würde ich jetzt mal so schätzen, die es davon noch gibt. Ja, vielleicht sind es auch 15 oder 20, weil es gibt ja eine gewisse Fangemeinde und da werden sicherlich auch noch einige Leute so einen Rechner stehen haben. Es wird sicherlich auch viele Umgebaute geben, die zwar 8911 heißen, aber man hat einen Floppy-Rechner rausgebaut.
Davon wird es sicherlich auch noch einige geben. Na, aber der hier ist, wie gesagt, im Originalzustand. Und die ROM-Version, die hier drin ist, davon gibt es noch eine weitere, die unterscheidet sich nur in 3-4 Bytes, hat aber eine völlig neue Sorte ROM-Nummern gekriegt, funktioniert so ähnlich. Dann gibt es noch weitere Versionen, die haben dann eben nur 6 ROMs drauf, da wird vermutlich dieses ganze Setup-Menü und so weiter fehlen. Die Variante gibt es dann noch. Und dann gibt es eben noch die Variante mit den 2732. Das ist aber auch bloß von der die konkatenierte Version. Also so zusammenfassend gibt es mindestens die 2 Grundversionen, diese kleine mit den nur 6 ROMs und diese größere mit den 10 ROMs, die 2 Varianten gibt es. Dann bin ich mir nicht sicher, ob es vielleicht noch eine dritte gibt, oder ob das nur andere ROM-Nummern sind. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es mindestens 2 unterschiedliche Varianten gibt. Ich gehe davon aus, dass es auch noch eine dritte gibt. Aber da habe ich auch noch ROM-Platinen da, aber nie zum Laufen gekriegt. Also der fuhr dann irgendwie hoch und es tat sich aber dann nichts, aus welchen Gründen auch immer. Kann auch sein, das ist K8912 und der wartet auf ein bestimmtes Zeichen. Das ist auch alles noch nicht so ganz klar, was jetzt wirklich alles dem 8911 zugerechnet wird. Es ist auch so, dass im Handbuch andere ROM-Nummern drin stehen als hier, obwohl es eigentlich, ja, bei dem ist es klar, weil das eigentlich zu der 6-ROM-Variante ist, aber so richtig passt das auch noch nicht zusammen. Das heißt, ich weiß von 2, zusammenfassend weiß ich von 2 ROM-Varianten definitiv und es gibt noch eine Grauzone drumherum, die noch nicht wirklich erforscht ist. Danke. Ja, da kommt gleich das Mikro. Ich höre mal erforscht, warum ist so die Forschung überhaupt notwendig? Warum ist es nicht dokumentiert? Sind die Dokumentationen alle irgendwie verloren gegangen oder wurde es gar nicht erst dokumentiert? Also es ist ein Großteil verloren gegangen. Also das, was ich hier aufgebaut habe, ist alles aus unterschiedlichen Quellen zusammengesucht. Ja? Ich hatte dann irgendwann mal den Rechner, hatte irgendwann mal das Handbuch. Es ist auch sehr schwierig oder wahrscheinlich müsste man da mehr mit Nachdruck vorgehen, um die Originalentwickler irgendwie dazu noch zu kriegen, die das vielleicht noch wissen könnten. Aber die wissen, dass das sind vermutlich dann auch schon Leutchen im gesetzten Alter, die das aus 25 Jahren auch nicht mehr so genau wissen. Die können mir dann auch nicht sagen, welches Bit was ist. Deswegen ist halt wirklich die sauberste, also die exakteste Informationsquelle ist wirklich das Disassembly. Und was dann so ein bisschen unschärfer wird, sind diese ganzen Handbücher. Weil so ein Handbuch, das in den Druck geht und so weiter, hat man einen bestimmten Stand, dann hat man vielleicht doch noch irgendwas hinten ran gebaut, was dann nicht mehr ins Handbuch eingeflossen ist. Und deswegen ist diese Diskrepanz in der Dokumentation da. Und erforschen heißt wirklich disassemblieren, durchgucken, kommentieren. Und ansonsten ist normalerweise die Robotron-Technik vom Ansatz her eigentlich recht gut dokumentiert. Es gibt für ungefähr jedes Gerät so ein Buch. Ja? Das ist halt für diese Platine bzw. für den Sockel und für den EEPROM-Löscher. Ist eigentlich alles schön dokumentiert. Ohne diese Dokumentation hätte man es nicht mal geschafft, diese Wickelbrücken richtig zu setzen. Obwohl hier es zum Beispiel auch so ist, die Wickelbrücken gehen von 1 bis 8. Die Nummerierung hier ist anders als wirklich auf der Platine. Man hat es glücklicherweise mit Bleistift daneben geschrieben. Also, wie gesagt, man hat sich bemüht, gut zu dokumentieren. Es gibt, wie gesagt, durch diese Verzögerung und durch vielleicht Verbesserungen, die nicht mehr eingeflossen sind, gibt es da eben Unterschiede. Und es ist halt wirklich so, dass manche Dokumentationen halt einfach nicht mehr zu finden sind, weil sie damals mit dem Gerät weggeworfen wurden. Also, theoretisch ist viel da. Theoretisch sollte es auch exakt dokumentiert sein. Es gibt eigentlich auch für alle Schaltpläne, wenn man sie denn hat, und wenn sie auch der Variante entsprechen. Also, wie gesagt, theoretisch gut dokumentiert, praktisch aus den genannten Gründen eher nicht so gut. Hängt das vielleicht aber auch damit zusammen, dass ja auch bei Intel selbst die Dokumentation für die einzelnen Opcodes und dergleichen auch massiv Lücken aufweisen?
Das merkt man bei den aktuellen Architekturen ja auch, dass dort nicht mal in den System-Manuals der Prozessoren direkt die Opcodes für bestimmte Bereiche angegeben sind. Ja. Da gab es letztes Jahr auf der Black Hat einen guten Vortrag über das Disassemblieren der ganzen Funktionen und der ganzen Opcodes und der daraus resultierenden Funktionen. Und es ist schon eine sehr langwierige Angelegenheit, das alles zu dokumentieren. Dann aus den, wenn man jetzt das ROM hat und dort direkt rauslesen kann, ja. Aber jetzt bei den aktuelleren Architekturen ist es sehr schwerlich möglich. Ja. Aber vielleicht ist das ja auch eine Parallele, die da mit reinspielt, weil Intel ja doch immer mal ein bisschen geheimniskrämerisch ist, was die ganzen Funktionen angeht. Ja, das ist richtig. Bei dem ist es so, sämtliche Opcodes, die hier drin sind, sind wirklich dokumentierte. Ja, also das Problem, was ich hier nicht hatte, ist, dass ich Opcodes gefunden habe, wo ich mich gefragt habe, was machen die eigentlich? Also eigentlich ist das, was hier drin steckt, zu 100% bekannt. Ja? Das Problem ist aber, man arbeitet sehr viel mit IXY, also mit diesen Indexregistern, und von den Indexregistern hat halt IX plus 03 und davon Bit 4 macht irgendwas. Und dann irgendwie 1000 Zeilen später wird das ganze Ding wieder abgefragt. Also es wird wirklich vogelwild durcheinander mit den Bits der IX und IY-Register gearbeitet, um halt bestimmte Stati sich halt zu halten. Ne? Und das ist das, was es eben schwierig macht. Man muss da wirklich sehr diszipliniert sagen, okay, jetzt wird da was gesetzt. Ich weiß zwar erstmal nicht, was es tut, merke mir das aber erstmal. Dann gucke ich, in welchem Kontext wird das wieder gelesen und schlussfolgere daraus, was es vielleicht sein könnte. Was mir zum Beispiel, irgendwann habe ich mal rausgefunden, wie in diesem Setup-Menü die ganzen Einstellungen verschlüsselt sind. Dadurch wurden einige der Bits klar, aber auch wieder nicht alle. Es war dann so, dass ich zum Beispiel dieses Umschalten auf VT200 nie gefunden hätte. Dadurch, dass ich wusste, welche ESCAP-Sequenz das ist und ich inzwischen wusste, wie ich ESCAP-Sequenzen parsen muss, musste ich im Prinzip nur in der Tabelle an die Stelle gucken, den Sprung, wohin er da macht und welches Bit er da setzt. Ah, das ist es also. Ja, das sind dann so die Probleme, die ich da hatte. Es ist natürlich so, dass es soll sogar einen Opcode geben oder irgendein gesetztes Flag bei irgendeiner Operation, was normal keine Rolle spielt, was aber sogar den OSS-Prozessor detektiert. Das soll es zum Beispiel auch geben. Also es gibt diese undokumentierten Funktionen. Ich glaube, wenn man nach einem LDIR-Befehl, also nach so einem Block-Befehl, irgendein Flag abfragt, was eigentlich keine Rolle spielt. Das ist bei Zilog anders als bei Robotron oder besser gesagt bei MME, also im Osten. Also da gibt es zum Beispiel auch was, dass man wirklich die Prozessoren, die sich eigentlich gleich verhalten, abfragen kann. Ja, müsste ich aber auch erstmal gucken. Ich habe es mal gelesen, habe mir gedacht, aha, so macht man das also. Ja, indem man einfach undokumentierte Flags anders, also unbenötigte Flags anders setzt. No? Also das ist das, was, wo ich jetzt sage, das sind so die so undokumentierte Funktionen, die ich halt so kenne. Und manchmal ist es ja auch so, dass bestimmte Opcodes, die ja in ihren Bits halt auch bestimmte Funktionen haben. Also es ist halt immer so, von den 8-Bit eines Opcodes dekodieren halt 3-Bit immer die 8 möglichen Register. Ja. Und die Bits davor und dahinter machen halt irgendwas anderes. Und wenn man dann irgendwo in dieser Befehlsmatrix Leerstellen hat, dann, aha, wenn ich das Bit trotzdem setze, könnte vielleicht doch noch irgendwas passieren, was vielleicht da nicht steht. Ne? Auf die Art und Weise findet man das raus, bis man dann irgendwann dann mal vollständig ist. Ne? Aber wie gesagt, bei dem Gerät hatte ich solche Probleme eigentlich nicht, weil man da an die, also die Opcodes sind eigentlich die, die so landläufig bekannt sind. Ne? Das kann ich nicht so ganz genau sagen. Auf jeden Fall wurden die bis 89 gebaut. Davon ist auszugehen. Sie sollten abgelöst werden durchs 8941. Davon existiert aber nur ein Exemplar. Also wurden die vermutlich wirklich bis zum Schluss gebaut. Also bis 90 oder so. Weil dann war ja sowieso Schluss. Die wurden dann zum Schluss auch eingesetzt an den K1840, also an den WAX 780 Clones. Da wurden die eingesetzt, sollten dann aber, wie gesagt, durch das 8941 abgelöst werden, durch dieses VT220-kompatible Teil. Aber es ist halt nie so wirklich passiert, deswegen gehe ich davon aus, dass die wirklich bis 90 gebaut wurden, die Geräte.
aber dann halt eben in der beigen Variante und dann zum Schluss halt auch mit dieser anderen CPU-Karte. Das waren dann noch die Unterschiede dabei. Es gibt für den, bei K8915, für den neuen, gibt es dann noch eine flachere Tastatur, wo ich auch vermuten würde, dass die dann zum Einsatz gekommen ist, aber auch die neueren, die ich alle mal irgendwo gesehen habe, auch auf Fotos oder so, die haben alle noch diese klobige alte Tastatur. Ne, also da gab es dann keine Modernisierung mehr auf die andere Tastatur, weil die dann noch anders angesteuert wird. Also die wurden dann, zum Schluss waren die dann, wie gesagt, in dieser beigen Gehäusefarbe, wie es auch bei mir am Stand steht, aber trotzdem mit der alten Tastatur. Das war dann so die letzte Ausführung davon, von dem Gerät. So, wenn es keine Fragen dann weiter gibt, dann nochmal danke für die Aufmerksamkeit und ja, jetzt darf ich das Ganze dann wieder abbauen.